Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, jetzt wieder zwei Stargäste, die Esther Phyllis. Ich grüße dich recht herzlich und Lars Vegas. Ich fange mal kurz mit Lars an, weil wir hatten gerade nämlich vor kurzem ein Event und es war ja der Hamburger Rennclub-Idee, sag ich mal. Wie ist das? Idee-Förderpreis, war es nicht? Das deutsche Derby. Der Idee deutsches Derby, das war's ja. Da sind so viele Veranstaltungen mittlerweile. Da kommt man. Und du warst jetzt auch auf Mallorca, ist richtig, ne? Ja, genau. Was gab es denn da auf Mallorca? Ich glaube, darüber kannst du mal kurz berichten. Ja, da gab es zum Beispiel Palmen, türkises Wasser, Strand, Sonne. Hast doch da ein Casting mitgeleitet? Oder darf man über dieses Casting nicht sprechen? Nee, das war wieder meine Heimat. Ach, das war wieder in deiner Heimat. Nun lass es doch mal kurz raus mit dem Casting. Das war bei dem Fest der 1000 Laternen. Ach so. Da ging es sowas wie, kennst du Deutschland sucht den Superstar? Ja, na endlich hat er es rausgelassen. Und da haben wir doch eigentlich einen Superstar. Ja, aber das heißt aber, nicht gleich das heißt aber ASDS, August Fehn sucht den Superstar. Okay, okay. Nicht Deutschland, sondern August Fehn. So, ja. Genau. Das ist ja ein richtig fettes Ding. Aber also, Esther, du warst, und da hattest du nämlich auch ein fettes Ding, du warst nämlich auch in einer TV-Show. Oh ja. Und die war auf Sat 1, glaube ich, ne? Genau, All mein Together Gott. Now hatte ich das Vergnügen, in der Jury zu sitzen. Da ist die Kamera, bei der ersten Staffel von All Together Now von Sat 1, Esther Philly, nicht Phyllis, weil Philly heißt kleines wildes Pony. Ja. Und deine Managerin hat eben gerade gesagt, also ihr in der Kombi, das halte ich nicht aus, das ertrage ich nicht. Würdest du da mal was ergänzen dazu? Nee, das ist einfach nur, wenn ich Lazy Baby sehe, wir machen einfach immer Unsinn miteinander. Lazy Baby, ist auch ein Kosenamen für sie? Na ja, wieso, wir neutralisieren uns dann gegenseitig, wir sind total harmonievoll und alles. Aber und ich muss die Spannung hier tragen. Also nochmal über die Fernsehsendung, genau, Freaky. Genau, also All Together Now, ich war in der Jury bei Sat 1, eine wundervolle Music-Show über 6 Folgen und habe das ganz toll gefeiert, weil da ging es wirklich um Diversity und die ganze Familie, Spaß, Freude, es war wunderbar, bei Sat 1 war das. Und jetzt deine musikalische Karriere, geleitet von deiner Managerin, wo sehen wir dich demnächst, was ist das offizielle Release-Thema, du hast aber schon wieder gerade eine Single raus und man sagt ja nicht mehr Single, man sagt ja eigentlich nur noch eine Platte. Tracks, die auch nicht mehr. Streaming, sag ich mal, Song oder... Also pass auf, Sina. Ja. Wir sind im Moment gerade dabei, ganz große Projekte einzutüten und da darf ich jetzt aktuell noch nichts drüber verraten, aber ich kann dir sagen, es wird mega spannend. Ich bin ja im Moment auch sehr viel mit Sonnenklar TV zugange, war jetzt bei der Goldenen Sonne, Spezial in Essen, war jetzt gerade bei der Maredo Eröffnungsfeier in Berlin, also da läuft ganz viel und es läuft auch viel mit neuen Songs und Platte, Single, Plattenlabel, Produzent, ach, alles Mögliche, also ganz, ganz toll. Da kannst du natürlich nochmal einen Dank deiner Managerin aussprechen, namentlich, das ist die... Ich kann nicht nur einen Dank aussprechen, das ist meine Managerin Jessica Michel und ich bin ihr vor allen Dingen sehr dankbar, dass sie in den letzten 2,5 Jahren mir so wahnsinnig zur Seite gestanden hat und mit mir das ganze Ding durchgezogen und diese Zeiten ziemlich gut überstanden haben. Da bin ich sehr dankbar. Und jetzt seid ihr hier in Duo-Formation aufgetreten. Hat das was zu bedeuten, Lars, oder glaubst du einfach nur an eine Freundschaft platonischer und viele, Natur? Und viele Jahre schon übrigens, wir beide. Ich finde es immer schön, wenn ich ihn frage, du antwortest. Ja, dann mache ich immer. Ah, ihr kennt euch aus Oldenburger Zeiten, jetzt wird es spannend. Ja, seit 20 Jahren. Lass mal bitte alle ins Haus. Mindestens. Ja. Unser gemeinsamer Freund Alfonso Williams. Oh ja. Der Superstar, der leider von uns gegangen ist. Genau. Auch richtig, der uns auch traurig sehr verbindet. Dann kommen diese unschönen Sachen wie Beerdigung, wo man dann aber das ist sich ganz lieber auf solchen Events hier trifft, natürlich. Ne? Also ihr kennt euch sogar schon aus der Sandkiste. Vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Ja. Also, ne, mit Anfang 20 Jahren. Wir haben ein gemeinsames Enkelkind. Also. Genau. Wir haben uns auch gar nicht verändert, optisch auch nicht in 20 Jahren. Das habe ich gerade vorhin schon gesagt, als ich Lars getroffen habe. Ich sage, Mensch, ist das schön, man trifft sich so viele Jahre immer wieder. Und jetzt haben wir uns schon seit 2 Jahren nicht gesehen und er sieht immer noch aus wie vor 2 Jahren. Und ich sehe gleich 10 Jahre jünger aus wie vor 2 Jahren. Von dir weiß ich ja, dass du eine seriöse Künstlerin bist. Absolut. Aber den Mann muss ich jetzt erstmal begreifen und greifen. Oder willst du mal den erklären? Also bevor er sich erklärt. Ich erkläre ihn. Also Lars kann man nicht erklären. Ja. Lars ist einfach, hat Personality, ist einfach ein totaler Typ, aber keiner weiß, was Lars eigentlich wirklich macht. Aber man hat so ein Gefühl, hinter den Kulissen hat der so... Der hat über, so die Drähte. Also es gibt, glaube ich, niemanden, den Lars nicht kennt. Ich glaube, du hast schon sogar, glaube ich, mit der Queen schon ein Hühnchen geknabbert oder so, ne? Ähnlich war es wirklich, ja. Ja, mit der The Queen of England. Und du hast noch untertrieben. House of Parliament. Ja.
Und mit Lady Di sowieso. Nee, Lenny, jetzt Lady Di habe ich nichts mit zu tun. Und jetzt mit Megan und Harry, nicht. Ne? Oder? Auch nicht. Aber Lars kennt jeden, das ist wirklich unfassbar. Ja, ich habe andere Projekte, das ist ja... Ja, aber du bist ja genauso wahrscheinlich, hüllst dich genauso in Schweigen und sagst, da kommt nee. Ganz groß. Nein. Das habe ich bei dem Pferdedings ja schon gesagt, ja. Bei dem Deutschen Derby. Dass ich mache gerade ein Gesundheitsportal. Es geht darum, dass die Leute gesund bleiben und nicht immer krank werden, gesund werden. Das sind die ganzen Probleme, die wir ganz auf die Zeitung auf, was sind nur die ganzen Sorgen. Ja. Arbeitnehmer werden alle krank und jeder Vierte hat irgendwie Depressionen. Und da habe ich ein Megaprojekt gerade, was ich mitleite. Und das so, deswegen auch auf Mallorca, weil da finden die ganzen Meetings statt. Und da freue ich mich halt sehr drauf. Gibt es dann irgendwann eine große Presseankündigung, wo wir gibt's dann... Gibt es auch, natürlich. Auf Mallorca. Auf Mallorca, und du fliegst uns alle ein, Presseleute am 15. Geburtstag. Ja. Den feiere ich auf Mallorca. Und sie wird dann der Act sein, der das dann präsentiert. Ja, deswegen müssen wir gleich nochmal sprechen. Ne? Ich bin der Reporter, der auch eingeflogen wird. First Class Hotel, 5 Sterne und alles. Ne? Also volles Programm. Ne? Volles Programm. Ich bin gespannt. Muss ja nicht mal 5 Sterne sein. Nein. Was sind denn 5 Sterne? Und sie sieht für dich, das sind schon mal, da was sehen wir denn dann? Das ist ja ein Star, da kommen schon die Sterne. Du wirst lachen, wenn ich jetzt meine Kladde dabei hätte. Da steht Esther Philly drauf. Ja. Aber ich muss eins sagen, je länger ich dich anschaue, Lars... Heute kommt ja Lou Bega. Ja. Und ich finde eigentlich, also ihr müsstet euch auch mal zusammen auf die Bühne stellen. Also so, du bist ja auch ich kann ich kann halt bloß besser singen und tanzen als Lou Bega. Ja, na das wollen wir heute sehen. Das werden wir unter Beweis stellen. Ich danke euch. Wir freuen uns auf den Superstar heute und dann lasst es uns mal heute genießen. Danke, dir, mein Schatz. Danke. Lars, wir machen es auch so, ne? Es reicht auch, wenn wir uns so umarmen. Dankeschön.